In diesem Video bin ich Wiederholungstäter, laufe an Wein vorbei, filme Bäume, zeige auf einen Kasten und stehe dumm rum. Schönen guten Morgen zusammen. Wie ihr seht, sind wir auch schon wieder wach. Sogar die anderen beiden, kaum beschwert man sich mal, kommen so morgens auch aus dem Puschen. Aber ich glaube, ich kenne den Grund, warum die beiden schon wach sind. Moment. Bombenwetter draußen. Ganz cool. Hier ist schon alles in Vorbereitung. Frühstück steht so gut wie bereit, Wasser am Kochen, Nanopresso liegt da hinten rum. Und der Laptop ist auch schon gestartet. Noch ein paar YouTube-Kommentare beantworten, während ich frühstücke. So ist die Zeit wenigstens sinnvoll genutzt. Ein Wort noch kurz zu den Kommentaren. Ich habe mich enorm gefreut über die vielen Glückwünsche zu meinem Video, in dem der Co-Pilot und ich Geburtstag hatten. Das war wirklich eine Wucht. Ich bin immer noch hinterher mit Antworten, glaube ich. Und ganz tolle Sache. Ganz herzlichen Dank auch auf diesem Wege. Ich versuche auch jeden einzelnen Kommentar zu beantworten. Das dauerte diesmal einfach ein bisschen länger, weil es so viele waren und ich relativ wenig Zeit hatte, um mich darum zu kümmern. Aber ganz lieben Dank. Ganz klasse. Danke. Ja, ich bin fertig für den Weg zur Arbeit, laufe jetzt noch einen Kilometer und bin dann im Bergwerk hier in Deutschland. Ich hoffe, dass es heute nicht so ewig geht und ich noch irgendwie halbwegs zeitig mal loskomme und dahin fahren kann, wo ich hin will. Denn für mich startet ja heute das Wochenende. Es ist zwar Donnerstag, aber morgen habe ich frei. 3 Tage frei. So geil. Und während ich weg bin, könnt ihr ja ein bisschen ein Auge auf die beiden haben, dass sie hier nicht irgendwie Scheiß machen, denn wach sind sie heute. Hallo zusammen, da bin ich wieder, zurück von der Arbeit. Natürlich später als erwartet, somit eigentlich schon wieder verspätet. Ziemlich sicher am Ankunftsort. Aber bevor es jetzt weitergeht, erstmal Mittagessen. Und das rollt heute richtig gut. Das war's, ich verabschiede mich hier von meinem Standplatz bei Eschborn. Immer wieder nett hier im Gewerbegebiet. Tagsüber natürlich der Teufel los, aber nachts ziemlich gut zum Stehen und Pennen. Und nach so viel Großstadt und Blaulicht, was man jetzt im Hintergrund hört, machen wir uns jetzt auf den Weg gen Süden, fahren Richtung Karlsruhe, entsorgen in Ettlingen, hoffe ich. Und dann werden wir sehen, wo wir enden. Das Navi weiß, wo wir hin müssen, hoffe ich. Fahren wir mal 144 Kilometer und gucken, wie wir dort dann entsorgen. In Ettlingen habe ich schon mal entsorgt, ist also kein komplettes Neuland für mich und Versorgung gibt es auch. Und das sollte dann reichen bis Sonntag. Jetzt suchen wir erstmal die Autobahn, beziehungsweise wir müssen noch tanken. Ich stand ja jetzt doch ein paar Tage mehr oder weniger auf einem Fleck. Gut, zwischendurch mal 3 Kilometer gefahren, aber das stresst die Batterien eher, als dass es hilft. Zumindest was die Motorbatterie angeht. Für den Aufbau hatte ich aber keinerlei Probleme. Die Batterie zeigt immer noch, wie immer, eine Spannung von 12,3 Volt an. Schien auch immer mal wieder die Sonne, sodass Strom kein Problem. Ja, zack, war die Speicherkarte wieder voll und ich mitten im Satz abgeschnitten. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall stehe ich jetzt hier an der Shell-Station. Es ist der Teufel los, als wäre das jetzt der letzte Sprit, den es gibt. Und wir müssen warten, bis weitergeht. Gut, das wäre geschafft. Motor an und weiter. Irgendwie ist der Wurm drin. Bin ich gerade das zweite Mal falsch gefahren, obwohl das Navi eingestellt ist. Aber ich war so in Gedanken, ob ich jetzt hier noch einkaufen gehe, weil ich direkt an dem Lidl vorbeifuhr, oder das Ganze erst in Karlsruhe mache. Also komplett die Autobahnauffahrt verpasst habe. Aber Google führt mich jetzt hoffentlich dann auf den richtigen Weg und ich hoffe dem Ganzen auch zu folgen. Und das Einkaufen mache ich jetzt tatsächlich erst in Karlsruhe. Ich will jetzt erstmal den Großraum Frankfurt verlassen. Es ist 3:15 Uhr, bevor hier jetzt noch die Rush-Hour losbricht. Lieber hier weg und dann nachher in Ruhe in Karlsruhe im Stau stehen. So viel zum Thema, vor der Rush-Hour abzufahren. Stau. Das war ein Griff ins Klo. Was machen die Leute alle auf der Autobahn? Müssen sie nicht arbeiten? Immerhin ist es erstmal 3:50 Uhr. Echt schräg. Manchmal hat man auch Glück auf der Gegenspur. Willst du jetzt auch nicht stehen. Ich glaube, da geht es von 3 Spuren auf eine. Und das Resultat, es geht gar nichts mehr. Google führt uns hier mitten durch die
Innenstadt, habe ich den Eindruck, dass der kürzeste oder längste Weg ist. Das weiß wohl nur Google. Auf jeden Fall ist es der Weg mit viel Verkehr. Wir haben den Stellplatz so gut wie erreicht. Der ist auch richtig voll. Zum Glück wollen wir nicht bleiben, sondern nur kurz Fähr- und Entsorgen. Wer parkt denn freiwillig neben Fähr- und Entsorgung? Die Entsorgung wäre gemacht, um jetzt hier mit Wasser zu versorgen, müsste ich 2 Euro zahlen und Zottel komplett umdrehen, wenden, rückwärts reinrangieren, weil ich keinen allzu langen Schlauch habe. Das reicht nicht, so wie ich jetzt stehe. Und mein Wassertank ist noch halb voll. Ich glaube, ich schenke mir den Aufwand. 2 Tage komme ich damit noch hin und dann werde ich irgendwo woanders mir noch Wasser besorgen. Drum fahren wir hier jetzt ab. Abfahrt! Wir fahren jetzt noch halbe Stunde ungefähr und dann stehen wir da, wo es ganz viel von dem gibt, was ich mir jetzt nicht beschafft habe. Ich habe echt Schwein gehabt. Jetzt rollen die Wohnmobile hier aber noch an. Wir haben 4 Stück entgegengekommen. Dabei ist der Parkplatz schon relativ voll. Bin ich froh, bin ich weg. Zufällig einen Real getroffen und den Slogan kennt ihr alle. Deswegen fahre ich da jetzt hin und gehe noch kurz Essen kaufen, denn irgendwas brauche ich noch zu futtern. Zottel ist geparkt, ich gehe jetzt mal einkaufen. Ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich jetzt in einem Real einkaufen gehe. Weil irgendwie komme ich aus einer Ecke, da gab es diese Supermarktkette nicht. Mal gucken, ob die was kann. Also wer hier einen TV sucht, der wird möglicherweise fündig. Auch ansonsten gibt es eigentlich alles. Nur Lebensmittel habe ich noch nicht gefunden. Und wo sonst das Gemüse steht, stehen hier alle möglichen anderen Dinge. Ich gehe ja grundsätzlich schon nicht so ganz gerne einkaufen. Aber wenn ich dann irgendwo einkaufen gehe, wo ich mich noch nicht mal auskenne und alles irgendwie komplett woanders ist, oh, da vergeht mir die Lust. Eine kleine Auswahl Gemüse wäre mal angeschafft. Ein Sack Kartoffeln. Jetzt suchen wir mal nach Fleisch. So, Hackfleisch gekauft für heute Abend. Jetzt brauche ich noch 8 Packungen Feta-Käse. Was ich damit mache, na, ich esse sie nicht alle allein, aber das seht ihr dann die nächsten Tage. Oder wahrscheinlich morgen. Ist auf jeden Fall eine Auftragsbeschaffung. So, und was hatte ich neulich noch gesagt? Ich brauche Balsamico. Aber wo finde ich denn den jetzt hier? Oh, da kann ich ja tot suchen. Jetzt bin ich hier beim Wein. Beim Wein gibt es kein Balsamico. Dann bin ich hier wohl falsch. Also wenn ihr mir helfen wollt, dann geht ihr auch mal ausschwärmen und suchen. Danke. Essigölfraktion gefunden, aber Kakaopulver suche ich immer noch. Nicht zu finden. So, das Thema ist durch. Gefunden. Jetzt steht der endgültigen Mission nichts mehr im Wege. Hoffe ich. Es sei denn, ich habe wieder irgendwas anderes vergessen. Gerade sage ich es. Ich glaube, wir biegen hier nochmal rechts ab und holen noch ein bisschen Butter. Butter findet sich wenigstens leicht, nämlich im Kühlbereich. So, ich glaube, jetzt haben wir es echt. Oh, Moment. Nee, noch nicht ganz. Ich laufe gerade so durch den Real und dann sehe ich einen Einkaufswagen mit sehr viel quadratischer Schokolade. Das hat mich irgendwie stutzig gemacht. Und ich habe mir gedacht, wer kauft zu viel Schokolade, wenn sie nicht im Angebot ist? Ja, jetzt habe ich nochmal ein paar Gänge abgesucht und die quadratische Schokolade gefunden. Und tatsächlich ist im Angebot. Da kann man ja durchaus ein paar Täfelchen mitnehmen. So, für unterwegs und sonst so. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles und begeben uns mal zur Kasse. Okay, die Schlacht wäre geschlagen. Ich glaube, wir gehen als Gewinner hervor. Beziehungsweise... Das wird sich dann herausstellen, wenn wir etwas vermissen oder nicht. Jetzt aber mal flott zurück zu Zottel, alles einladen und weiterfahren. Falls ihr euch überlegt, was ich hier eigentlich so treibe, dann sage ich gesagt, ich treffe mich hier heute Abend noch mit 2 anderen Personen, die jeweils auch einen Kastenwagen fahren. Eine von diesen Personen kennt ihr und ich. Und die zweite Person kennt ihr nicht und ich auch nicht. Das wird also lustig und spannend. Wir werden ziemlich sicher am Rhein stehen
Wer als erster da ist, wissen wir nicht, denn der eine kommt später, der andere steht im Stau und ich eier hier durch Ettlingen. Wir wollen aber am Rhein stehen. Die Koordinaten sind gegeben. Aber ein kleines Hindernis könnte möglicherweise noch im Weg stehen. Aber dazu dann nachher mehr. Das erste Hindernis in Form von einer geschlossenen Bahnlinie. Eine letzte Kurve und dann haben wir den Salat. Es ist Stau an der Fähre. Wir müssen übers Wasser setzen, wobei hier eigentlich auch ein schöner Platz wäre zum Nächtigen. Den hatten wir uns auch angeguckt, glaube ich. Uns aber dagegen entschieden. Deswegen muss ich jetzt noch mit der Fähre fahren. Tja, und da stehen wir. Bevor ich jetzt hier dumm rumsitze und warte, dass das Boot kommt, laufen wir doch noch kurz ans Wasser. Ich könnte noch kurz die Gießkanne reinhalten, dann hätte ich auch wieder Wasser. Es geht ein paar Meter vorwärts, aber das wird für uns nicht reichen. Ich glaube, wir müssen noch eine weitere Fähre abwarten. Wir rollen zwar noch, aber so groß ist die Fähre nicht. Es geht weiter. Geht ja flott, diese An- und Ablegerei und 200 Meter übers Wasser. Die Schlange bewegt sich und drückt die Daumen, dass wir mit drauf kommen jetzt. Geht eine ordentliche Rampe runter, aber das geht mit Zottel. Jetzt kommt hier nochmal ein Biss. Jetzt wird's eng. Vor allem rechts. Der mit seinem dicken Audi steht auch recht geschickt. Jetzt wird ein Spiegeleiklappe. Ja, wir können so stehen bleiben. Schranke geht hinten zu, ich hab's gesehen. Wir legen ab. Der Kollege Fahrkarteneintreiber, sehr freundlich. 6 Euro hat das Ganze jetzt gekostet. Und da drüben sieht man jetzt noch den Platz zum Schlafen, wo man auch hin könnte. Und wir drehen uns mit ordentlicher Geschwindigkeit. Da wird einem fast schwummerig. Der Co-Pilot hat sich schon die Mütze ins Gesicht gezogen. Ich weiß nicht, ob er müde ist oder ob ihm schlecht wird. Da wären wir. Jetzt muss ich nur noch organisieren, wie sie hier vom Boot fahren. Der dicke Audi rechts von mir sollte auf jeden Fall vor mir losfahren, sonst wird das nichts. Ja, der Knoten löst sich. Müssen wir nur noch sauber die Rampe hier hochfahren. Aber es dürfte ohne Probleme gehen. Da bin ich ja doch immer froh, habe ich das Heavy-Fahrwerk mit 16 Zoll an. Ja, und wieder an Land. Juhu! Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht an unserem Schlafplatz vorbeischießen. Der müsste nämlich jetzt irgendwo hier links weggehen. Ja, nämlich genau hier. Ja, leck! Da steht einer, den wir kennen. Wo gibt's denn sowas? Auch ein Schweizer! Ja, Wahnsinn! Da flippst du aus. Man könnte fast meinen, das ist abgesprochen. Co-Pilot, bist ruhig. So, der Jens ist hier von Van Americana und mir hat er die Plätze bei den Pfützen überlassen. Stellen wir uns mal rückwärts hin. Ja, angekommen. Wochenende mit Freunden. So geil. Gehen wir mal schauen, ob auch jemand zu Hause ist oder ob der Oski hier alleine hingefahren ist und Jens noch zu Hause rumgondelt. Oh nee, Tür ist auf, also ist wohl jemand zu Hause. Jens! Ja, hallo, was machst Servus. Denn du hier? Hallo zusammen! Ja, Jens, Van Americana, Kai, Travel Camping Living, wir haben es mal wieder geschafft und sind gemeinsam unterwegs. Ja. Und vor allem mal in Deutschland, das ist mal in Deutschland. Komplett neu? Ja. Was für mich gar nicht neu ist, ich bin am Rhein.
Ist ja normal bei mir immer so. Nur hier ist er etwas breiter und es fahren Schiffe drauf. Also für mich ist das ein Novum. Erstens bin ich schon ewig nicht mehr mit einem Schiff drüber gefahren und zweitens am Rhein gestanden habe ich auch noch nie. Ja. Und der Jens steht hier schon wieder am Herd, wo wir gerade beim Thema Stehen sind. Ich denke, du hast Hunger, Kai. Ja, was brutzelst du denn wieder Feines? Risotto mache ich mal und dann habe ich noch eine große Bratwurst. Soll ich dir die Bratwurst mal in die Pfanne halten? Der Jens hat heute Hunger. Er zeigt mir hier gerade seine Wurst. Also seine, ohne Worte, das ist sie. Wie viele Meter sind das, Jens? Fläche zum Vergleich. 3,50 Meter? Nein, keine Ahnung. Mindestens. Also es könnten auch 4 sein, oder? Eine Längenangabe ist nicht dabei, aber es sind knapp ein halbes Kilo Bratwurst. Okay, sieht lang aus und das wird eine Herausforderung für jede Pfanne. Und statt Autos fahren hier halt Schiffe an unseren Kästen vorbei. Mit Autos, die draufstehen. Wir sind hier gerade lustig am Sonnenuntergang filmen. Da fährt uns hier ein Kastenwagen vor die Linse, der jetzt hier sich neben den Oski gestellt hat. Die haben, glaube ich, irgendwie die gleiche Farbe, kann das sein? Ist aber ein Van-Tourer und ist jemand, den kennt keiner. Achtung, da ist er. Peace. Wer ist das denn? Ich hab's geschafft. Stefan. Hi, Kai. Servus, freut mich. Moin. Das ist Stefan, mein Akku ist alle und jetzt begrüße ich erstmal Stefan hier. Jungs, es gibt Bier, antreten. Da hört wieder keine Sau. Da rufst du, es gibt Bier und es kommt niemand. Die sind wieder am Fachsimpel. 3 Bier in der Hand und die fachsimpeln. Unmöglich. Jetzt kommen sie. Jungs, ihr könnt nachher fachsimpeln. Die Kamera läuft. Ich habe nicht ewig Speicherraum. Danke, danke. So, bitteschön. Das hat mir letztes Wochenende ein Abonnent in die Hand gedrückt und gemeint, trink. Cool, dann machen wir das mal. Ja. Machen wir. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, danke schön. Gebraut in der Vollmondnacht. Ja. Ich habe schon 2 davon getrunken. Ganter, Freiburg. Kann man trinken. Ja, nicht weit weg von hier. So. Blödchen. Ja, dann. Stefan, zum Wohl. Jens, Stefan. Zum Wohl. Geil, hat das geklappt. Und was hast denn du da? Wir kriegen das und du traust dich nicht, das zu trinken. Nein, ich habe das schon getrunken. So. Ich trinke jetzt endlich mal dieses hier. Das muss weg. Bevor es alt wird. Zum Wohl zu Hause. Zum Wohl. Das ist mein Geschmack. Geht, ne? Sehr gutes Bier. Drin. So, jetzt muss ich mal einen Mehr davon. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht, aber ich nehme Teller und Besteck und Bier natürlich und gehe zu Jens. Essen! Essen! Wir haben uns zu Jens in den Kasten zurückgezogen, weil es draußen echt verdammt frisch wird. Alle sind schwer am Arbeiten, bis auf einen. Stefan ist am Wurstschneiden, die 4-Meter-Wurst oder so. Er macht das schon ganz professionell. Und der Jens macht mein Hackfleisch und sein Risotto. Also für Essen ist gesorgt, wenn ich mir das so anschaue. Ja, und der Jens schickt mich wieder in die Kälte. Ich muss den Senf holen. Aber ich will ihn ja auch. Ja, guten Appetit. Da wird nicht mehr viel geredet, das merkt ihr schon, ne? Da wird einfach mal gegessen. Mhm. Schon viel besser als mein Brot, was ich mir jetzt eigentlich gemacht hätte. Jens, du hast ein gutes Risotto gemacht. Danke. Sehr lecker. Und wir haben sogar hier Käse, ne? Das ist allerhöchstes Niveau. Camping mit Niveau.
Also nochmal. Nochmal, mit dem gleichen Bier, also ist immer noch das erste. Ne? Wohl. Wir machen das nochmal. Zum Wohl. War nichts. Auf den Koch. Auf den Danke. Koch, genau. Gut, so, wir essen jetzt. So schnell kann das gehen. Gerade eben noch an Jens Esstisch und jetzt liege ich schon im Bett. Was ist passiert? Naja, sind ein paar Stunden vergangen. Lecker und gut gegessen, saßen noch lang zusammen. Stefan ist auch Neucamper, hat seinen Van auch noch nicht so lange. Ist ein Van-Tourer, 6 Meter und sammelt jetzt auch die ersten Erfahrungen. War ein lustiger Austausch von Geschichten, die wir alle so erlebt haben und Missgeschicken, die passiert sind. Immer wieder lustig, dass dem einen oder anderen doch das Gleiche passiert. Aber so soll es sein, aus diesen Erfahrungen lernt man. In diesem Sinne, mit diesen super weisen Worten, verabschiede ich mich für heute. Hier geht's morgen weiter und morgen wird es, glaube ich, ziemlich interessant und abwechslungsreich und actionreich. Seid gespannt und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis morgen und gute Nacht. Ciao. Gute Nacht, Jungs. I can't find the words to say. It's been a minute since I kissed you, but it feels like yesterday. Google füllt. Google führt uns hier mit. Zottel. Oh. Einer schwätzte immer dazwischen. Dann hätte ich auch. Wir überlegen. Wir legen ab.